Ich bin Claudia Künzi. Wir sind hier in Maschwanden. Das ist am Rande vom Kanton Zürich. Man sagt hier Säuliamt. Säuli ist ein Schwein, ein kleines Schwein. Ich habe hier jetzt die Halme, die trocken sind. Ich sortiere die nach der Dicke, wenn ich ein Geflecht machen möchte. Nehme ich die gleich dicken Halme und für das Projekt hier schneide ich dann die Ähren weg. Diese bekommen dann die Hühner. Go wieder rum. Und lege es ins Wasser. Am Flechten fasziniert mich, dass das Stroh eigentlich so vielseitig verwendbar ist. Man kann Sträuße binden, man kann das Stroh glatt flach machen und kleben. Man kann es zwirnen zu einem Faden, man kann ganz vieles machen aus diesem Material, das eigentlich ein Abfallprodukt ist, das man nur den Kühen hinwirft zum Draufliegen. Es wird alles verwendet von dem, was wir dann wegschneiden, bekommen die Kühe zum Draufliegen oder die geknickten Halme schneiden wir ab für die Hühner. Es wird alles verwendet. Komm, sag komm! Das hat der Grund, in der heutigen Zeit möchte man ja Getreide anpflanzen, das einen hohen Ertrag hat, sprich als ein großes Ähren. Und dann braucht es, dass das Stroh nicht umfällt beim Wind, einen kurzen Halm. Das haben sie in der Züchtung so gemacht, dass das Stroh darunter kurz ist. Und das ist genau bei unseren Kriterien das Umgekehrte. Wir möchten ein kleines Ähren, das dann in den Proportionen zum Halm passt, und ein langes Stroh,
vor allem der erste Halmteil vom Ähren bis zum ersten Wachstumsknoten, der sollte am längsten sein. Also in der Region, die dann mehr Richtung Reihamt geht, das ist im Kanton Aargau, hat es früher viele Leute gegeben, die haben in der Heimarbeit so ganz feine filigrane Sachen gemacht aus Stroh. Das waren dann vor allem so Garnituren für auf die Strohhüte. Und das waren vielfach auch Bauernfamilien, auch die Kinder arbeiteten daran. Dieses Handwerk, das wurde dort gepflegt. Die Leute, die das gemacht haben, das war so wie Familien-Know-how. Und das war ein wirtschaftlicher Grund, dass man das nicht erzählt hat, wie das geht. Das Know-how wurde behalten in der Familie. Und irgendwann hat es niemand mehr gemacht und dann ist es fast ausgestorben. Und deshalb ist es jetzt in ganz mühsamer Arbeit wieder zusammengetragen worden. Und es ist jetzt ein Buch dann rausgekommen im Strohmuseum, wo die gewissen Techniken darin beschrieben sind, wie es geht. Aber jetzt nicht mehr viele, die das können. Sie schneidet unten den Messer und das Getreide steht hier und diese Haspel macht so, dass es nicht umfällt. Und dann diese Arme, die nehmen das so zusammen, hier in der Mitte. Und wenn es genug hat, genug Volumen, dann macht die Maschine eine Schnur, bindet sie mit einem Knoten. Genial. Und dann legt sie die Garbe nach hinten am Boden, hier hinunter. Und dann geht es weiter so, wo es fällt. Und Ruhe, die muss hier hinten steuern. Es ist, finde ich, ein bisschen verloren gegangen. Es ist auch in den Schulen, da wird nicht mehr so viel mit den Händen gemacht. Ich finde das ein bisschen schade. Nur die Kopfarbeit ist manchmal nicht so gut. Man muss auch manchmal mit den Händen was machen, dass der Kopf wieder frei wird. Dass die Kinder sollten auch wieder mehr mit den Händen machen. Weil ich glaube, in der EU ist ja jetzt verboten, oder? Diese Plastikhalme. Ja. Und deshalb hat denn das jetzt schon Schwung bekommen. Eine Alternative, Glas oder Metall oder was da alles auf dem Markt ist. Ich gebe immer im Frühling und im Herbst Kurse hier auf dem Bauernhof, wo Leute das lernen können bei mir. Und auch auf Anfrage kommen manchmal Gruppen, die irgendeinen Ausflug machen und dann bei uns vorbeikommen, Schulklassen manchmal auch. Und wir haben auch einen Verein, Strohinform, wo ich Mitglied bin, wo alle sich, die irgendwas mit Stroh machen, eben diejenigen, die diese feinen Sachen machen, die ich weniger mache. Das ist auch sehr ein inspirierender Austausch. Man kann richtig schöne Kunstwerke machen daraus und das fasziniert mich nach wie vor und ich habe den Eindruck, trotzdem, dass ich schon so viele Jahre unterwegs bin, bei dem es ist noch nicht fertig, kommt immer wieder Neues. Das ist eine Sichel. Das ist eine Sichel. Die schneiden wir so.